Wir sind heute hier im Dussmann, dem Kulturkaufhaus, bei der Premiere des Buches Jägerin und Sammlerin von Lana Lux, die ich sehr herzlich begrüße. Hallo Lana. Hallo. Es ist sehr ungewohnt, weil das Publikum, was zumindest hier ist, ist quasi nicht da. Also es gibt keins. Doch, wir haben ein paar Leute. Aber pst. Genau. Wir hoffen, dass Sie zahlreich da draußen zugucken und hoffen ja eine Dreiviertelstunde eine schöne Lesung mit ein paar schönen kleinen Zwischentönen zu haben. Ich darf Lana kurz vorstellen. Wer sie nicht kennt, der sollte sich schleunigst ihr Buch kaufen. Ihr erstes und ihr zweites. Sie hat nämlich bereits einen Roman veröffentlicht vor 3 Jahren, 2017. Ebenfalls im Aufbauverlag, wo auch Jägerin und Sammlerin erschienen ist. Und es heißt Kukolka. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das Thema dieses Romans, des aktuellen, ist das Thema Essstörung. Vielleicht für mich der Schlüsselsatz des Romans lautet, gut war es ja eigentlich noch nie. Es ist der Schlüsselsatz deswegen, weil mit Es das Gewicht der Protagonistin Alisa gemeint ist. Alisa ist eine Abiturientin, sie steht kurz vorm Abitur. Und sie selbst schreibt diesen Satz, gut war es ja eigentlich noch nie, in einem Text, den sie als Patientin einer Klinik namens Schöne Aussicht im Allgäu schreibt. Warum sie den dahin schreibt und was da so passiert, das werden wir im Laufe dieser Lesung erfahren. Ich glaube, Schlüsselsatz für mich zumindest deswegen, weil es ein Satz ist, den viele, viele, viele Frauen kennen, den sie auch über ihr Gesicht sagen, über ihr Gewicht sagen würden. Der Roman handelt nämlich salopp gesagt vom Gewichtsproblem, konkreter von Essstörungen dieser jungen Frau, die an Bulimie erkrankt ist. Der Roman ist zu einem gewissen Teil wie ein Spiegel, in denen Frauen an schlechten Tagen reingucken, sehr viel Angst haben und schockiert sind über das, was sie da sehen. Die meisten, ich weiß gar nicht, ob man die meisten sagen kann, aber ich denke doch, die Mehrheit erholt sich davon relativ schnell wieder, von diesem Schock, findet sich damit ab, was sie da sieht und sagt sich, das ist halt das Beste, was ich aus mir gerade rausholen kann. Bei einigen ist das aber nicht so. Für einige wird dieses Bild, was sie im Spiegel sehen, zu einem Monster. Ein Monster, was mit der Realität nichts mehr zu tun hat, was aber die Kontrolle über, ich sage jetzt mal uns Frauen, übernimmt, über den Körper, über den Willen, über die Psyche. Welche brutalen Auswirkungen diese Macht, dieses Monster haben kann, davon handelt dieser Roman. Jedenfalls würde ich das so beschreiben. Und auch davon, welche Auswirkungen das hat, welche familiären, psychologischen, welche gesellschaftlichen Konsequenzen dieses Monster im Spiegel, welches hat. Lana, ich weiß nicht ganz, ob du damit übereinstimmen würdest, was ich gerade so gesagt habe. Ich stimme selten mit irgendwas wirklich überein, zu 100%. Ich stimme meistens teilweise überein und teilweise auch nicht. Und da liegt, glaube ich, das Spannende drin auch als Leserin oder Leser. Wir stimmen, glaube ich, immer mit den Teilen überein, die was mit uns auch machen, mit uns in uns etwas anklingen lassen. Und das andere bleibt irgendwie im Hintergrund. Mir geht es so, dass ich manche Bücher oder manche Filme im Abstand von 10 Jahren lese und sie völlig verschieden interpretiere, sie ganz unterschiedlich auf mich wirken. Ich stimme mit dir überein, selbstverständlich. Ein großes Thema des Romans ist die Auseinandersetzung eines Mädchens, die zu einer Frau wird, mit ihrem Körper und dieser Kampf dagegen, der das Leben dann völlig lahmlegt an einer Stelle irgendwann. Aber für mich ist es tatsächlich auch ein Porträt zweier Frauen, die dadurch miteinander verknüpft sind, sonst sie nun mal Mutter und Tochter sind. Aber gleichzeitig, wenn man sie so kennenlernt, scheint es ja doch fast ein Zufall zu sein, dass sie Mutter und Tochter sein können. Und doch ist es etwas, was ich zumindest in meinem Umfeld immer und immer wieder beobachte, wie verschieden Menschen innerhalb einer Familie sind, die fast willkürlich zusammengewürfelt wurden und immer wieder sich davor hüten, praktisch dem anderen oder der anderen den Schmerz auch anzuvertrauen und dadurch sich gegenseitig verletzen. Also ja, es geht auch für mich auch viel darum, das Übertragen von Traumata aus vorherigen Generationen.
Genau, man könnte in gewisser Weise sagen, es ist ein Familienroman eigentlich, auch wenn das vielleicht, so wie du den Roman aufgebaut hast, relativ spät zur Sprache kommt. Am Anfang ist eben die Hauptprotagonistin Alisa, eigentlich steht sie im Vordergrund und vielleicht fangen wir auch tatsächlich direkt an, steigen ein, relativ am Anfang mit einer Szene, wo wir ein bisschen näher an diese Alisa rankommen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Sie betrat das Café genau 15 Minuten vor Schichtbeginn, so wie es sich gehörte. Seltsamerweise kam sie nie zu spät zur Arbeit. Warum schaffte sie es in der Schule nicht? Sie zog sich das weiße, im Grunde gar nicht mehr so weiße Hemd an, band die lange schwarze Schürze sowie den Ledergürtel mit dem großen Portemonnaie fest um ihre Hüfte und verwandelte sich aus einer übermüdeten Abiturientin in eine freundliche Kellnerin mit begrenztem Vokabular. Wissen Sie schon? Was darf's bei Ihnen sein? Aber natürlich lassen Sie sich Zeit, geben Sie mir einfach ein Zeichen. Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, doppelter Espresso, viel Schaum, kein Schaum. Nein, nein, die Milch hat keine Zusätze. Nein, leider nur das, was auf der Karte steht. Kaffee au lait, große Tasse, kein Keks, doppelt Zucker. Nein, leider keine Pflanzenmilch. Ja, koffeinfrei ist möglich, jedoch nur als Kaffeehack. Das ist ein löslicher. Ach ja, natürlich. Das habe ich leider noch nicht selbst probiert. Natürlich. Verschiedene Tees, auch frische. Verschiedene Kuchen, auch Torten, sehr frisch, selbstverständlich, dort in der Vitrine. Einfach einen kurzen Blick hineinwerfen, ich kann auch empfehlen, ich kann mitkommen, ich kann bringen. Mögen Sie Mürbeteig? Nein, dafür bin ich doch da. Macht wirklich gar nichts. Nein, ich bin Schülerin. Nein, nur am Abend. Ich mache Abi. Ja, gute Noten. Nein, nicht zu anstrengend. Danke, das werde ich weitergeben. Ja, ich bringe Ihnen ein neues. Oh, da muss ich kurz vorher nachfragen. Ja, ich packe es Ihnen ein. Entschuldigen Sie, hier fehlen noch 3 Euro. Entschuldigen Sie, wären Sie so freundlich, das Magazin hier zu lassen? Andere Gäste werden sicherlich auch lesen wollen. Danke. Ich glaube, Sie haben versehentlich unsere Tasse eingesteckt. Ist das Ihr Schirm? Ist das Ihre Jacke? Ist das Ihr Baby? Bitte sehr, vielen Dank. Nach 15 Minuten bekam sie 30 Euro. Sie steckte sie zusammen mit den 20 Euro Trinkgeld ins Portemonnaie, zog sich um und verließ das Café. Völlig leer und verwirrt stand sie auf der Straße. Satzfetzen der Kunden hingen aus ihren Ohren und klebten an den Haaren. Ihre Atmung war flach, die leicht hochgezogenen Augenbrauen und das eingefrorene Lächeln verkrampften ihre Gesichtsmuskulatur. Es war bereits dunkel, die Rücklichter der Autos spiegelten sich in dem nassen Kopfsteinpflaster der Straße. 5 Stunden hatte Alisa keine eigenen Bedürfnisse wahrgenommen. Sie trank während der Arbeit nichts und ging auch nicht auf die Toilette, sie aß nichts und vor allem war sie niemals unfreundlich. Sie stieg auf ihr Fahrrad und fuhr nach Hause, ohne den Schmerz in den Schultern, im Kopf, in den Füßen und Beinen zu beachten. Der einzige Gedanke, der in Alisas Kopf Platz hatte, war der ans Essen. Heute Morgen hatte Alisa sich vorgenommen, nichts zu essen und das hatte sie bis jetzt auch geschafft. Das war 9:30 und sie hatte wirklich nichts gegessen. Das könnte seit langem ein echt perfekter Tag werden. Natürlich hatte sie einen unerträglichen Hunger und irgendwie wäre es auch okay, etwas Kleines, Gesundes, etwas Erlaubtes zu essen, so wie früher, als das noch ging. Aber jetzt war das einfach nicht mehr möglich. Seit wann war das eigentlich schon so? Wann hat es angefangen, so schlimm zu sein? Wenn sie jetzt essen würde, würde sie garantiert nicht mehr aufhören können. Das wusste sie ganz genau. Sie würde völlig die Kontrolle verlieren und mehr an sich hineinstopfen, bis ihr Magen an seine physischen Grenzen gedehnt, auf die Lunge drücken würde und sie keine Luft mehr bekäme, dann würde sie mit dem Fressen aufhören. Sie würde ins Bad wanken, wie eine Hochschwangere in den Kreißsaal, voller Angst vor dem Schmerz und in der Hoffnung, dass es schnell vorbei wäre. Es würde jedoch ewig dauern, bis alles rauskäme und ein Teil der Nahrung wäre unwiderruflich in den Tiefen des Körpers versunken. Und genau diesen Teil würde ihr hinterhältiger, gieriger Riesenkörper augenblicklich in Fett verwandeln. Wabeliges, weiß, gelbes Fett. Nein, das alles wollte Alisa bestimmt nicht. Nie. Heute jedoch besonders nicht. Dankeschön. Das ist jetzt schon eine Stelle, die ziemlich klar macht, wie die Sprache ist, in der du das schreibst, wie du das beschreibst. Mir ging es sehr oft in diesem Buch so, dass ich wirklich zugeklappt habe, weil ich das Gefühl hatte, oh nein, sie geht jetzt mitten da rein, wo es wirklich weh tut. Es gibt eine Stelle, wo du beschreibst, wie sie sich erbricht, also wie sie das macht, die Technik sozusagen, nämlich dass sie sich die ganze Hand in den Rachen schiebt. Mhm. Und da habe ich wirklich zugemacht, weil ich dachte, boah, nee, ich möchte jetzt nicht wissen, wie das aussieht und wie du das beschreibst, was sie da sieht. Das kommt dann an anderer Stelle, an der Stelle, glaube ich, in meiner Erinnerung jedenfalls, brichst du das ab.
Wie hast du das geschafft, so genau und so nah ran an solche Szenen zu kommen? Ist es tatsächlich, also man hat ein bisschen den Eindruck, das muss aus einer eigenen Erfahrung kommen, oder hast du dir Bücher dadurch gelesen, Fachliteratur, mit Leuten gesprochen? Wie bist du so nah an so eine Person gekommen, die du da beschreibst? Also zunächst einmal, ich habe Ernährungswissenschaft studiert und war auch Teil eines Langzeitprojekts, der sich mit essgestörten Mädchen und Frauen beschäftigt hat. Ich war auch selbst betroffen von Essstörung. Es ist nicht meine Geschichte und also meine Krankheitsgeschichte ist halt einfach ein privater Teil meines Lebens, über den ich nicht spreche öffentlich. Aber ich habe auch viele Interviews mit Betroffenen geführt, vor allem während meines Studiums, aber auch jetzt zur Recherche an dem Buch. Und ja, ich habe auch viele Foren nach Informationen durchgelesen. Man wird da sehr schnell fündig. Mhm. Tatsächlich viele Menschen, die daran erkrankt sind oder einen sehr starken Leidensdruck verspüren, was bei Bulimie sehr häufig der Fall ist, häufiger als bei anderen Formen der Essstörung. Ja, die teilen sich da sehr offen dann mit in der Anonymität, die ihnen das Internet gewährt. Und hast du dann das Gefühl, dass die da so ehrlich sind wie deine Protagonistin, die ja nicht wirklich ehrlich zu sich ist? Es ist halt schwierig, irgendwie zu verallgemeinern, wie die Mädchen und Frauen in den Foren sind. Es ist sicherlich immer wieder individuell. Und ich habe versucht, etwas zu kreieren, was die größte Schnittmenge hat aus allen Recherchen, die ich haben konnte. Ich wollte vieles der sehr typischen Abläufe und Gedankenspiralen, die Betroffenen haben, also die halt am häufigsten praktisch vorkamen, die habe ich dann immer wieder aufgegriffen, und das war dann der psychologische Kern der Figur. Gleichzeitig wollte ich sie so individuell lassen, wie nun mal jeder individuell ist. Und das ist ja kein Lehrbuch oder etwas oder eine Anleitung zum krank oder gesund werden. Es ist ein Roman. Und genau, und dadurch, durch ihre Familiengeschichte und ihre Körperlichkeit, ihre Interessen, ist die Figur natürlich so, wie es keinen Menschen gibt. Sie ist einzigartig, genau. Du hast ja sogar in dem Buch, also es gibt eigentlich vier Protagonistinnen, würde ich mal sagen. Es gibt Alisa, die Protagonistin, es gibt die Mutter, Tanja, Tatjana, und dann gibt es Anna und, wie heißt die andere? Mia. Elsa, Mia, Entschuldigung. Anna und Mia, die sind ja auch individualisiert. Also vielleicht musst du erklären, wer ist personifiziert. Genau. Wer ist Anna und Mia? Genau. Ja, sie sind praktisch eine Art Kosenamen, die von vielen Betroffenen, vor allem um diese Nullerjahre herum, als die ganzen Foren auch so aufgeblüht sind und auch Blogs, war das auf einmal so ein flächendeckendes Phänomen, dass man beobachten konnte, dass viele Mädchen und junge Frauen diese Essstörung sehr personifiziert haben und sie dann halt als Anna und Mia bezeichnet haben, sich damit auch ein Stück weit identifiziert haben und sich darüber auch dann ausgetauscht haben. Es gab zum Beispiel, und die habe ich jetzt zum Beispiel in meiner Recherche kaum noch gefunden, aber damals während des Studiums, es waren halt die Jahre 2007 bis 2010, fast 11, damals war das halt so, das ganze Internet war wirklich voll von diesen Blogbeiträgen, wo junge Frauen dann praktisch die Regeln von Mia und Anna aufgestellt haben. Es gab Anna-Kochbücher, es entstand eine, auf eine Weise so eine Community,
bei der die Betroffenen gar nicht ihrer Krankheit sich bewusst waren und diese sogar dermaßen verherrlicht haben, dass sie anderen eine Art Guide an die Hand gaben, in diese Krankheit tiefer eintauchen zu können. Was dann halt in der Therapie sehr, sehr schwierig war, praktisch solche Betroffene aus diesen Communities zu lösen. Also das Internet hat da tatsächlich sehr viel Schlimmes in dieser Phase bewirkt, weil vorher waren das mehr wirklich Leute, die waren individuell, sie waren nicht Teil von etwas, sie konnten viel besser therapiert werden. Ne? Das ist wie bei Drogenabhängigen ja auch, also Menschen, die dann aus ihrer Community auch noch raus müssen, da ist der Ausstieg viel, viel schwieriger als bei denjenigen, die im Alleingang konsumieren, weil das mit dem sozialen Gefüge dann nichts zu tun hat. Mhm. Ja. Interessant, das wusste ich nicht, dass das tatsächlich sozusagen jetzt nicht von dir erfundenen Namen sind, sondern nein, dass nein, die überhaupt nicht tatsächlich bekannt sind. Ist eigentlich gar nichts erfunden. Es ist halt auf eine Weise zusammengefügt, wie so das praktisch eine in sich geschlossene Geschichte und auch eine Figur ist, aber das ist, also ich strebe den absoluten Realismus an und recherchiere jedes Detail. Hast du denn das Gefühl, oder andersrum gefragt, ein sehr interessanter Moment in dem Roman ist, dass es gibt eine relativ späte Stelle, wo ihr jemand sagt, was ist eigentlich mit dir? Sie ist da schon in der Klinik, so viel sei jetzt mal verraten. In dieser Klinik lernt sie halt eine andere Patientin kennen und die guckt sie halt immer an und sagt, was hast du eigentlich? Das ist, glaube ich, das sehr Besondere und der wahnsinnig spektakuläre Moment auch in dem Roman, dass Alisa, warum immer Annalisa, ganz normal aussieht. Während auch bei mir, auch ich über mehrere Dutzend Seiten immer dachte, naja, sie hat Bulimie, sie muss mega dürre sein. Also anorexisch ist sie aber nicht. Warum hast du das so gewählt? Weil mich eben das auch schon damals sehr gewundert hat, dass jegliche künstlerischen Verarbeitungsformen, die sich mit dem Thema Essstörung auseinandersetzen, fast ausschließlich mit der Form der Anorexie auseinandersetzen, und zwar der klassischen, was es so gut wie gar nicht gibt. Also meistens sind es Mischformen, die Betroffenen haben. Also sie durchleben verschiedene Phasen und es ist selten, dass jemand eine einzige ganz klar zuzuordnete Form hat. Also das hat man, glaube ich, seit den Nullerjahren sogar wirklich auch klinisch aufgebrochen und da die Diagnose nochmal erweitert um Mischformen. Ich fand, dass das Thema der Essstörung, und zwar der Form, von der zahlenmäßig die meisten betroffen sind, nämlich Bulimie und Esssucht und auch Binge-Eating, dass das unterrepräsentiert ist, dass das ein Thema ist, was irgendwie nicht spektakulär genug ist, nicht sexy genug ist, nicht glamorous genug ist, nicht vermarktbar ist. Dabei ist genau, und das Schlimmste an all dem, dass genau die Menschen, die davon betroffen sind, einfach keine Hilfe bekommen, weil man sieht es ihnen nicht an. Und sie stoßen nicht an, niemand bemitleidet irgendwie eine stark übergewichtige Frau dafür, dass sie halt irgendwie unter dieser Essstörung leidet, ne, und Essanfälle hat, die sie nicht kontrollieren kann, die vielleicht ihr gesamtes Leben beeinflussen und vielleicht auch ihre gesamten Finanzen verschlucken. Es ist ein reelles und lebensbedrohliches Problem, was sehr, sehr viel größer ist als das, was man sich im Durchschnitt darunter vorstellt. Ne, häufig bekommen ja so Betroffene dann den Satz, ja, dann ist weniger oder ist normal, weil das im Bewusstsein nicht vorhanden ist, dass das eine wirklich ernstzunehmende psychophysische Erkrankung ist, die in den allerseltensten Fällen von den Betroffenen selbst wieder kuriert werden kann. Dann würde ich vorschlagen, wir hören noch mal eine Passage. Ja, genau.
Ich lese an der Stelle, es ist noch relativ weit am Anfang und ich steige einfach ein. Viele ihrer ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler bekamen MacBooks, Motorola oder Autos als Abi-Geschenk. Manche auch eine Reise, so auch Alisa. Sie bekam eine zweiwöchige All-Inclusive-Reise an die türkische Riviera mit ihrer Mutter. Ihre Mutter liebte das große 5-Sterne-Hotel in dem kleinen Örtchen Belek. Das Hotel hieß Saray, was auf Türkisch Palast und auf Russisch Schuppen bedeutet. Alisas Mutter war bereits 5-mal in diesem Luxushotel und überzeugt davon, dass es zum Regenerieren nichts Besseres gibt. Das Tolle war, dass man das Hotelgelände überhaupt nicht verlassen musste. Alles war da. Der Strand, das Restaurant, die Masseure, die Kosmetikerinnen, die Friseure, die Pools, die Saunalandschaft, Sportangebote, eine Bar und eine Bühne für die Animation am Abend. Am wichtigsten war natürlich die gesunde Bräune. Die galt es aufzubauen. Sowohl für Alisa als auch für ihre Mutter war es bei der sehr hellen Haut gar nicht so einfach. Da hieß es, stundenlang klaglos in der Sonne auszuhalten, darauf zu achten, mit den Füßen zur Sonne zu liegen und die Liege immer wieder nach der Sonne auszurichten, bloß keinen Schatten auf die Körperteile zukommen zu lassen, alles gleichmäßig bräunen, die Träger immer wieder zu verschieben, um weiße Linien vorzubeugen und bei all dem Aufwand möglichst nicht zu verbrennen. Oder zumindest nicht zu sehr. Eine gesund gerötete Haut war dagegen gewünscht. Die bräunte später nach. Schmerzhafte Blasen sollten selbstverständlich nicht entstehen, denn dann bellte sich die Haut und die schöne Bräune war futsch. Alisas Mutter war Profi, was Regenerieren anging. Sie erstellte einen sehr straffen Entspannungsplan für sich und Alisa. 6 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr bis 7 Uhr schwimmen, 7 Uhr Frühstück, 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr Strand, 12 Uhr Mittagessen, 13 bis 14 Uhr Massage, kosmetische Anwendungen oder Sauna, 15 bis 18 Uhr Strand, 19 Uhr Abendessen, 21 Uhr sich über das Animationsprogramm und andere Urlauber lustig machen, 22 Uhr schlafen. Alisa versuchte nach Kräften, ihre Mutter nicht zu enttäuschen. Im Halbschlaf zog sie ihre Bahnen im Pool, aß dann ein Diätjoghurt mit 3 Stückchen Wassermelone, ca. 100 Kalorien. Dann ertrug sie klaglos die 4 Stunden Strand. Während ihre Mutter regelmäßig das Kommando zum Abkühlen gab und sie ihren glühend heißen Körper in das kalte Wasser schleppte. Die meiste Zeit zeichnete sie die Menschen am Strand, während ihre Mutter sie auf immer neue Körper und Körperteile aufmerksam machte. Am schlimmsten waren aber die Anwendungen. Die Hälfte vermied Alisa mit der Behauptung, zu müde zu sein und schlafen zu wollen oder aber zu viel Energie zu haben und spazieren gehen zu müssen. Musste sie ja auch, denn wenn sie so viel aß und nicht erbrechen konnte. Das wäre ihrer Mutter nämlich sofort aufgefallen und hätte Demütigungen und Streit bedeutet. Denn ihre Mutter hielt sie für gesund und ihre schlanke Figur für ganz normal. Diese Mutter, die wir jetzt schon natürlich sehr gut kennengelernt haben, sehr schwierige Figur. Also ich glaube über, ich sage immer Dutzende Seiten, aber es sind ja auch die Dutzenden Seiten, über die man die Mutter am Anfang verfolgt, sie wird einem immer unheimlicher und unsympathischer, genauso wie du es jetzt schon ein bisschen gehört haben, wie sie da ist. Sie wird im zweiten Teil des Buches erklärt sozusagen. Sie erklärt sich. Im dritten. Sagen wir mal so. Im dritten, Entschuldigung. Da kommen wir ja, später. Genau. Du möchtest dann später noch einen Teil davon lesen, oder? Ja, ja. Genau. Wir können es auch anschließend gleich machen, aber die ganz banale Frage, Mütter und Töchter, ist es das komplizierteste, komplexeste Verhältnis dieses Planeten? Nein. Mensch und Mensch ist das wahrscheinlich komplizierteste Verhältnis, was das Universum eingeplant hat, ja. Man könnte trotzdem, wenn man deinen Roman liest, ein bisschen schon auf diesen, ich finde diesen Gedanken zumindest in dem Roman. Ich hätte genauso eine Geschichte über jede andere Konstellation schreiben können, bei der man die Frage gestellt hat, ist das vielleicht die komplizierteste? Ich nehme es als Kompliment. Es ist mir gelungen, eine sehr schwierige Beziehung zu porträtieren, die als schwierig auch erlebt wird. Ja, weil sie ja beide im Prinzip nicht kommunizieren können, yeah, weil sie beide aneinander vorbeireden. Yeah. Was natürlich ein bisschen, sagen wir mal, auf Seiten der Mutter verantwortlicher, also sie hat natürlich wesentlich mehr Verantwortung für dieses Allerdings. Verhältnis, warum sie so ist, wie sie ist, verrate ich jetzt mal nicht oder verraten wir nicht so ganz, weil das ist schon auch natürlich
auch wieder ein spektakulärer Höhepunkt, relativ am Ende des Buches. Aber sie können eigentlich nicht wirklich reden. Und die Männer in deinem Buch reden quasi gar nicht. Die sind alle relativ in sich ruhende, schweigende. Es gibt nicht so viele Männer in diesem Buch. Nee, genau, aber die auftauchen, sind ja eher nicht so die großen Redner. Sie haben nicht die große Rolle, die große Bühne. Warum nicht? Weil es in diesem Stück zwei Hauptrollen für zwei Frauen gab. Wollen wir gleich springen tatsächlich zu dem dritten Teil, dass wir die Mutter jetzt nochmal näher kennenlernen. Und dann, ich würde dann gerne im Anschluss daran, wir können dann noch ein bisschen über die Mutter sprechen und das Verhältnis, um das Thema Freundschaft zu reden, weil ich glaube, auch das ist ein großer, zumindest eins der großen Themen auch in diesem Buch. Genau, ich lese ein Stück aus dem dritten Teil. An dieser Stelle hat Tanja, die Mutter von Alisa, einen Brief von ihrer Tochter bekommen, in dem die Tochter ihr erklärt, dass sie auf unbestimmte Zeit Abstand von ihr braucht. Tanja hielt die Tasse Kräutertee in einer Hand und in der anderen den Brief ihrer Tochter. Sie kannte ihn nun beinahe auswendig, las ihn aber noch einmal langsam durch. Ihre Augen waren gerötet und geschwollen, ihre Haare ungewaschen und zu einem unordentlichen Dutt gebunden. Sie hatte jetzt seit 3 Tagen die Wohnung nicht verlassen, weil sie das Gefühl hatte, jeder würde sie anstarren in dem Wissen, sie sei eine Rabenmutter. Sie trank ihren Tee aus und stand auf, um sich einen neuen zu machen. Viel trinken ist wichtig für die Haut, gerade wenn sie langsam beginnt, an Elastizität zu verlieren. Sie musste viel trinken, damit das Hyaluron, das sie sich an einigen Stellen hatte unterspritzen lassen, das Wasser binden konnte und ihre Wangen, ihre Nasolabialfalte, ihre Augenpartie und die Lippen schön prall blieben. Oder zumindest so prall wie möglich. Sie beobachtete, wie das Wasser in ihrem gläsernen Wasserkocher zu wütend und rebellieren begann. Dann, als die Unruhe am größten wurde, schaltete das Gerät sich ab. Wie konnte Alisa es wagen, ihr solch einen Brief zu schreiben, geschweige denn ihn abzuschicken? War das Teil der Psychoübungen, die sie mit den Leuten in solchen Psychokliniken machten? War das die versprochene Heilung, die Leute dazu zu bringen, den Kontakt zu ihrer eigenen Mutter abzubrechen? Sie übergoss einen neuen Beutel mit kochendem Wasser und setzte sich wieder an den Tisch. Das Buch, das Alisa ihr zusammen mit dem Brief geschickt hatte, lag immer noch eingepackt in der Kommode, auf der Kommode im Flur. Sie kannte solche Bücher nur zu gut, dafür musste sie es nicht auspacken. Sie hatte sicherlich einen Titel wie »Lebe dein Leben« oder »Angstfrei zum Glück« oder »Wie du deine Mutter los wirst und endlich glücklich sein wirst«. Wenn auch nun eins dieser Bücher irgendwie sinnvoll wäre, müssten nicht 1000 neue davon jedes Jahr in die Regale gestellt werden. So etwas zu lesen war einfach nur peinlich. Sie trank einen Schluck von dem noch viel zu heißen Tee, verbrannte sich die Zunge und fing an zu weinen. Noch nie hatte sie sich so einsam, so verlassen, so furchtbar ungeliebt und überflüssig gefühlt wie jetzt. Womit hatte sie es verdient, von ihrer einzigen Tochter so behandelt zu werden? Gut, sie war nicht zu dem Termin gekommen, aber sie hatte ihn schließlich abgesagt. Sie hatte geschrieben, es ginge ihr nicht gut. Oder hatte sie geschrieben, sie sei krank? Jedenfalls hatte sie 2 Tage vorher abgesagt. Es war ja nicht so, als wäre sie einfach nicht erschienen. Sie stand auf, riss sich ein Stück Küchenrolle ab und putzte sich die Nase. Dann faltete sie den Brief, steckte ihn zurück in den Umschlag und ging in den Flur. Das Buch war in weißes Papier eingepackt. Darauf hatte Alisa mit einem Filzstift einen Baum gezeichnet, dessen Wurzeln genauso groß waren wie die Baumkrone. Seltsames Bild. Und so schemenhaft, fast abstrakt. Alisa konnte auch naturalistisch malen, aber offensichtlich war sie zu faul oder es war ihr nicht wichtig genug. Tanja nahm das Buch, riss das Papier auf, zerknüllte es und warf es in den Müll. »Sei der Autor deiner Geschichte«, las Tanja den Titel und machte Würgegeräusche. Sie kehrte zurück zu ihrem Tee und schlug das Buch auf. Vorwort, weiter, Einleitung. Die Einleitung brauchte sie genauso wenig wie das Vorwort. Sie konnte nicht glauben, dass irgendjemand im Ernst Vorworte oder Einleitungen las. Also weiter zu Kapitel 1. Was ist Glück? Wie definieren Sie selbst Glück? Ist es ein Gefühl oder ein Zustand? Waren Sie jemals glücklich? Tanja schlug das Buch wieder zu.
So ein bescheuerter Psychokram. Wie tief musste ein Mensch sinken, um so etwas zu lesen? Das war eine Lektüre für willenlose Dummköpfe. Hatte Alisa nicht genau diese Formulierung benutzt? Sie holte den Brief ihrer Tochter ein weiteres Mal aus dem Umschlag. Ja, wortwörtlich. Willenlose Dummköpfe. Tanja schnalzte verächtlich mit der Zunge und weil sie es nicht ausstehen konnte, wenn jemand anders Recht behielt, schlug sie das Buch wieder auf und begann zu lesen. Nachdem sie sich an den primitiven und einfallslosen Stil des Buches gewöhnt hatte, kam sie in eine Art Lesesog. Ihr körperliches Unbehagen rückte in den Hintergrund, genauso wie die Welt allgemein. So viel Banalität und doch so wahr. Im Grunde wusste sie das alles selbst. Binsenweisheiten waren es. Und doch fesselte sie das Buch. Sie las den gesamten Tag. Abends hatte sie genug davon, setzte sich an ihren Laptop und öffnete ein neues Word-Dokument. Mein Leben, tippte sie, machte zwei Absätze. Dann hielt sie inne. Es ärgerte sie, dass dieses Buch und Alisa sie dazu brachten, diesen Unfug zu machen. Eine Niederschrift ihres gesamten Lebens, in der Absicht, es niemals jemandem lesen zu lassen? Das sollte Freiheit sein? Welche Freiheit? Warum sollte sie Zeit in etwas investieren, das von vornherein nicht auf Erfolg ausgerichtet war? Sie klappte den Laptop wieder zu, ging in die Küche, machte den Kühlschrank auf und schaute lange hinein. Es war nichts drin, außer einem rohen Ei, einer Tomate, Ketchup, Senf und Weißwein. Tanja nahm den Weißwein heraus und ließ die Kühlschranktür zufallen. Sie goss den Weißwein in ein Rotweinglas ein und ärgerte sich über ihre Freundin, die ihr nie die Weißweingläser zurückgegeben hatte, nachdem sie diese für eine Party ausgeliehen hatte. Typisch. Diese Freundin war ihr genauso wenig eine Freundin wie alle anderen. Alles eine Illusion. Freundschaft, wie Tanja sie verstand, existierte einfach nicht. Ihre Augen füllten sich wieder mit Tränen, die ihr die Sicht trübten. Sie schaltete das Radio an und nahm einen kräftigen Schluck Wein. Nachdem sie in einer viel zu kurzen Zeit drei Gläser geleert hatte, verspürte sie Lust, doch alles aufzuschreiben. Gerade weil es niemand lesen würde. Es sollte auch niemand lesen. Sie würde es nur für sich tun. Eine einsame Frau, die einsam trinkt und ihre Geschichte der Einsamkeit aufschreibt. In ihrem Kopf ergab die Situation ein ästhetisches Bild. Diesem Bild, dem sie gerne Lippenstift und Zigarette hinzugefügt hätte. Und warum auch nicht? Warum sollte sie nicht einfach in ihrem eigenen Wohnzimmer rauchen? Wer sollte es ihr verbieten? In ihrem Geheimversteck im Flur lagen aber keine Zigaretten. Also nahm sie den Rest ihres Weins, setzte sich vor ihren Laptop, gab die PIN ein, ärgerte sich über das dumme Gerät, das sich nicht entsperren lassen wollte. Und als sie beim dritten Mal Drohobic 1970 endlich korrekt eingetippt hatte und ihr Laptop sie mit einem feierlichen Ta-da-da-da begrüßte, trank sie einen Schluck Wein, als wollte sie diesen Erfolg feiern. Ganz tolle Stelle. Sie tippt. Was sie tippt, verraten wir nicht. Ein bisschen vielleicht, du hast es, die Begriffe Freundschaft fielen jetzt schon tatsächlich in, ja, in dem Stück. Es ist ja in der Tat auch ein Roman über Freundschaft. Der Roman beginnt eigentlich auch zu erzählen von Alisa und Mascha. Genau. Ihre Freundin, wie sie zu dieser Freundin kommt, ist auch erst im späteren Teil sozusagen, wird das enthüllt. Was ich auffällig fand, ist, dass die sowas wie das Internet, in dem wir gerade zu sehen sind, auffällig abwesend ist in diesem Roman. Und ich mich gefragt habe, ob das ganz bewusst auch so ist, auch wenn es am Ende, kommen vielleicht gleich nochmal drauf, ein bisschen eine Rolle spielt, ist sozusagen sowas wie verkorkste Freundschaft, Unfähigkeit zur Freundschaft, dann aber doch natürlich der totale Wunsch und die Sehnsucht danach, Freunde zu haben. Es geht ja sehr viel darum, Alisa macht sich wahnsinnig viele Gedanken eigentlich um Freunde. Kennen wir alle selber aus der Schule, aber das endet ja auch eigentlich nie. Was hat man für Freunde? Wie kriegt man die? Wer sind die? Ist es eigentlich ein Freundschaftsroman auch? Ich weiß nicht, ob das ein Freundschaftsroman ist, denn dafür ist die Freundschaft doch zu sehr abwesend. Also die glückliche, erfüllte Freundschaft. Vielmehr ist es ein Roman über die Sehnsucht nach Verbindung zu sich und zu anderen. Ja. Ja, vielleicht hätte ich auch fragen können, ist sozusagen, gibt es überhaupt sowas wie die glückliche, die erfüllte Freundschaft? Ich glaube, das ist wiederum sehr individuell und hängt sehr, sehr viel mit den Ansprüchen der Person zusammen.
So wie Tanja das auch schon hier praktisch denkt oder sagt, eine Freundschaft, wie sie sie versteht, existiert nicht. Also es hat sehr viel mit der Vorstellung des Individuums zu tun, ja. Und wenn die zu hoch ist, dann kann es diese Freundschaft vielleicht nicht geben. Also ich will natürlich darauf hinaus, dass wir auf Facebook sind wir offiziell, also nicht wir beide, du bist gar nicht auf Facebook. Ich bin auf Facebook. Hi, ach, Facebook, wirklich? Ja. Okay, ich habe dich nicht gefunden, vielleicht habe ich falsch gesucht. Auf Facebook sind wir noch keine Freunde, aber wir könnten Freunde sein. Es gibt diesen Begriff dieser Freundschaft, der in den sozialen Medien so eine wahnsinnig große Rolle spielt, über den sich natürlich aber auch alle lustig machen. Mm. Und gleichzeitig ist die Frage, ob es, ja, gibt es sowas tatsächlich wie Freundschaft in den sozialen Medien? Naja, die nennt man dann Facebook-Freundschaft und jeder weiß, was es bedeutet. Also es entstehen neue Begriffe. Wenn ich jemandem sage, das ist eine Facebook-Freundin von mir, weiß jeder ganz genau, was das bedeutet. Das ist halt jemand, den oder die ich irgendwann in irgendeinem Zusammenhang kennengelernt habe, der oder die dann meiner Liste hinzugefügt wurde und von dem ich oder der ich dann ab und zu irgendwelche Statements sehe, die nicht so schlimm sind, dass ich sie schon wieder blockiert habe. Also das ist dann halt wahrscheinlich die übliche Facebook-Freundschaft. Das heißt, man mag die Inhalte, man kennt die Person ungefähr, aber es ist halt keine wirkliche Freundschaft. Und ich glaube, der Begriff hat sich sehr gut etabliert. Es geht am Gegenende um einen Instagram-Kanal, den Alisa dann eröffnet. Und tatsächlich gab es diesen Kanal in der, zumindest in der Internet-Realität. Also es ja, gab den gibt es immer noch. Den gibt es auch immer noch, genau. Der heißt Eva and Her Demons, genau, jeweils mit Unterstrich. Und du betreibst den Kanal. Genau, ich habe den für Alisa gemacht oder in ihrem Namen oder aus der Figur heraus. Ich hatte irgendwie so eine schwere Schreibphase, eine Schreibblockade vielleicht. Und die meiste künstlerische Bildung, die ich genossen habe, ist halt im Bereich Schauspiel. Dadurch habe ich einfach genau die Arbeit gemacht, die ich sonst mit der Arbeit an der Figur machen würde. Das ist generell mein Ansatz für Schreiben. Also ich gehe sehr stark in diese Figur rein, ich nehme sie an und versuche aus ihr heraus zu handeln. Und ich habe gedacht, was würde sie machen? Was macht sie jetzt? Und sie wollte zeichnen, also habe ich es gezeichnet. Ich habe diese Inhalte gezeichnet und ich habe es auch reingestellt. Und ich habe es halt in ihrem Namen gemacht, so als ob ich sie wäre. Und musste dann aber das Ganze auflösen, als es sehr schnell dann beliebt wurde. Also dieser Account hat dreimal so viele Abonnenten wie mein persönlicher. Ja. Der wurde super schnell beliebt. Und viele Menschen. Ja, also das war völlig unabhängig. Es war keine Marketing-Sache. Es war gar nicht. Es war auch nicht mit meinem Account verknüpft und das war völlig geheim. Wow. Aber viele Leute haben mich angeschrieben und gesagt: das hilft mir. Ich schicke die Bilder meiner Familie, denen ich nicht erklären kann, wie ich mich fühle. Oder danke für deine Bilder. Wann immer es mir schlecht geht, gehe ich sie durch mit diesen. Also die haben immer so ein Caption mit Notes to myself, die Alisa macht. Und dann revidiert sie praktisch das Bild und gibt sich selbst einen guten Ratschlag in der Situation. Und super viele Leute haben dann geschrieben, Dear Eva, I love your account, it's so helpful, it saved like my life and my day. Und dann musste ich das aufdecken und habe dann gesagt, okay, also mein Name ist Lana und ich mache das, weil es war voll schwierig, das zu erklären, dass ich das eigentlich für eine Figur mache, ja. Wow. Und wie haben die Leute dann darauf reagiert, dass sie gemerkt haben, sie reden mit einer fiktiven Figur? Naja, es hat sie irgendwie gar nicht weiter gestört, weil es ist ja das Internet. Also da ist alles fiktiv und alles real. Und am Ende des Tages ist es ja gar nicht von Bedeutung. Was sie mochten, waren die Bilder und der Text. Und von wem genau der kommt, ist dann auch gar nicht so wichtig. Sie haben genommen, was ihnen hilft, was ihnen gut tut. Großartig. Daran anschließend, dein Verlag war ja so freundlich und hat die Veranstaltung vor ein paar Tagen schon angekündigt, nämlich auf Instagram, auch auf anderen sozialen Medien, und hat um Fragen gebeten. Und da gab es einige und du hast dir auch bereit erklärt, die zu beantworten. Da wir nicht so viel Zeit haben, wurden zwei ausgewählt, sage ich jetzt mal so. Erste Frage, hätten Sie einen Tipp für einen angehenden Autor?
Ja, ich würde als allererstes aufhören, mich als angehenden Autor zu bezeichnen. Und ein anderes Wort nehmen. Also, falls Sie schreiben, dann sind Sie Schreibende oder Schreibender. Falls Sie sich als jemand verstehen, der oder die fiktive Geschichten verfasst und das auch tun, dann können Sie sich Schriftstellerin oder Schriftsteller nennen. Niemand wird es Ihnen verbieten. Das wird was mit Ihrer Attitude machen. Das ist eine sehr tolle Antwort. Ich hoffe, sie hilft. Die zweite Frage, hattest du mehr Druck beim zweiten Buch als beim ersten? Es wäre, wenn ich die Person jetzt sehen könnte, würde ich fragen, den Druck zu definieren. Jetzt muss ich irgendwas hineinprojizieren in dieses Wort und würde pauschal mit Ja antworten. Einfach aus dem Grund, dass die Erwartungshaltung von außen, aber auch von innen bei dem zweiten Buch definitiv größer war als bei dem ersten, ja. Danke, Lana. Vielleicht noch am Schluss die Frage. Ich würde ja vorschlagen, dass du noch eine Passage am Ende liest. Ist das okay? Ja, gerne. Und aber davor würde ich noch gern wissen, und ich glaube wahrscheinlich auch deine potenziellen Leserinnen und Leser oder die, die es schon gelesen haben, Cover samt Titel. Es lässt sich überhaupt nicht sagen, worum es in diesem Buch geht. Beziehungsweise was hast du gedacht? Naja, ich wusste es ja leider schon vorher, bevor ich das Cover gesehen habe, was ungefähr das Thema ist. Aber ich würde natürlich denken, es ist so ein Spiegel-Bestsellerlisten Nummer 1. Wie heißt der gute Mann, der irgendwas was mit Wäldern macht? Und genau. Also so nein, es ist Zukunftsspiegel-Bestseller Nummer 1, Jägerin und Sammlerin. Yeah. Also wer weiß. Dann habe ich gedacht, naja, es ist tatsächlich gerade das Eichhörnchen so ein bisschen ein Trendtier. Ich weiß gar nicht warum, aber in meinen Feeds in den sozialen Medien werden mir ständig seit Wochen Bilder, vor allem im Winter war es natürlich, Bilder von Eichhörnchen auf Balkonen reingespült, wo Leute halt Eichhörnchen ernähren und sie süß finden. Ich ernähre Eichhörnchen auf meinem Balkon und finde sie süß. Okay. Ich bekenne mich dazu. Und wie kann ich, okay, da fällt dir gar nichts mehr ein und dafür aber auch alles runter. Ne? Das, genau. Okay. Und wie kamst du auf diesen Titel? Oder ist das überhaupt dein Titel oder war das der Verlag? Nee, das Cover war der Verlag, der Titel war meine. Warum Jägerin und Sammlerin? Es war tatsächlich so ein bisschen assoziativ und ich suchte danach nach zwei Wörtern, die beide verbinden und doch ihre Trennung aufweisen. Und ja. Also Mutter und Tochter. Genau. Also ich wollte im Titel beiden Figuren irgendwie einen Platz einräumen und gleichzeitig praktisch ihre Untrennbarkeit und auch ihre Unterschiede in einem haben. Genau, und es passte. Es passte auch, weil Tanja ja auch sagt, sie sei eine Jägerin, sagt sich von sich selbst, sie hätte den Biss, den Willen. Und sie hat auch nicht diesen Drang, Sachen zu behalten. Sie kann sich von allem lösen, immer nach vorne, nur die Zukunft spielt eine Rolle. Während es für Alisa genau umgekehrt ist. Sie möchte bewahren, sie hortet Dinge, sie kann sich von nichts trennen. Sie ist eine Sammlerin und daraus ergab sich Jägerin und Sammlerin. Ja. Sehr schön, danke. Dann würde ich sagen, zum Schluss noch einen kleinen Einblick, eine kleine Lesepassage. Ja, gerne. Gerne lese ich noch im Grunde, ja, so aus der Mitte des Buches ungefähr. Und zwar ist das ein Tagebucheintrag oder eine von Alisa erinnerte Kindheit, die sie aus ihrer eigenen Perspektive sagt, aus der Ich-Perspektive. Es war das Jahr 1996. Ich hatte ganz allein eine Torte aus Papier gebastelt. Also eigentlich hatte Mama geholfen. Naja, eigentlich hatte sie das meiste gemacht, damit es wirklich schön wurde. Sie hätte es nicht ertragen, wenn ich sie versaut hätte. Aber egal, es war jedenfalls eine herrliche Torte. Sie war aus einer sechsackigen Papierschachtel.
Wir haben den Deckel rundum mit Kreppband festgeklebt und dann die Schachtel mit rosafarbenem und blauem Tonpapier beklebt. Oben haben wir Wattebäuschen als Sahne festgeklebt und in der Mitte mit braunem Filzstift kleine Flecken als Schokoraspeln gemalt. Seit es diese Torte gab, waren die Geburtstage noch schöner geworden. Es gab jeden Tag einen Geburtstag und dafür bereitete ich das perfekte Picknick vor. Ich bereitete ein Tuch im Wohnzimmer aus, auf dem die Kuscheltiere sich im Kreis setzten. Jedes bekam ein Tellerchen und ein Tässchen. Ich liebte das Puppengeschirr und passte sehr gut auf, dass es nicht kaputt ging, denn es war aus echtem Porzellan und nicht aus Plastik wie im Kindergarten. Dann stellte ich die Torte in die Mitte und fing an, viele Gründe zu erfinden, warum die Kuscheltiere sie noch nicht essen durften. Denn sie war ja nicht heilbar, aber das wollte ich ihnen nicht sagen. Die sich überschlagenen Stimmen meiner Eltern waren wie eine Hintergrundmusik zu meinem Spiel. Ihre Worte schwebten im Raum, ich atmete sie ein und sie legten sich irgendwo in mir ab. Auf der Leber, dem Magen, dem Herzen. Die Bedeutung all dieser Worte verstand ich erst viel später. Da war ich schon erwachsen und sie waren längst mit meiner Leber, meinem Magen und meinem Herzen verwachsen. Ich glaube, damals hat mich das Geschrei meiner Eltern nie gestört. Das Geschrei war ein fester Bestandteil unserer Familie. Es gehörte dazu wie das Frühstück oder das Abendessen. Die Sätze, die meine Eltern zueinander sagten, waren immer gleich. Ich kannte den gesamten Verlauf des Geschreis auswendig. Ich kannte die Stelle, an der meine Mutter aufrecht stand und auch die, an der sie sich von meinem Vater abwandte und die Arme vor ihrem zierlichen Oberkörper verschränkte. Ich kannte die Stelle, an der ihre Stimme immer lauter und immer höher wurde und auch die, an der sie ihre Lippen so fest zusammenpresste, dass sich nur noch zischende Laute hindurchquetschen konnte. Ich kannte das Schluchzen, ich kannte das schrille Lachen mitten im Weinen, ich kannte die Stelle, an der sie sich aufs Sofa setzte und ein Kissen umklammerte. Mein Vater machte weitaus weniger mit seiner Stimme und seinem Körper. Nur eine Expertin wie ich konnte die Feinheiten bemerken. Sie äußerten sich ein wenig in der Tonlage seiner Stimme, vielmehr aber in seiner Gesichtsfarbe und seinem Geruch. Sein Kopf leuchtete im Verlauf des Geschreis purpurrot auf. Die Farbe breitete sich von seiner großporigen Nasenspitze über die Wangen, die Ohren, nach oben zur Glatze und nach unten in den muskulösen Hals aus. Währenddessen wurde sein Geruch immer dominanter und auch etwas unangenehmer. Normalerweise roch mein Vater nach Schwarzbrot. Doch während des Geschreis kam der Geruch nach Katzenurin und gekochtem Blumenkohl dazu. Heute denke ich, dass es daran lag, dass mein Vater alt war. Er war 26 Jahre älter als meine Mutter. Aber damals dachte ich, es läge an seiner Größe. Er war wirklich sehr groß. Ein 2-Meter-Mann. Wie du darauf kommst, dass ein Vater nach verkochtem Blumenkohl und Katzenurin riecht, das kannst Gekochtem. Kannst du mir vielleicht später nochmal verraten? Oder möchtest du, kannst du das erklären, was das für Assoziationen sind? Ich habe tatsächlich einen innerlich angelegten Katalog, den habe ich seit meiner Kindheit, Also ich beobachte Menschen, wie sie sich bewegen und auch wie sie riechen und eigentlich alles, was sie tun. Und ich habe einfach ganz, ganz viele Dinge und Eigenschaften und ja. Und diese Figur, die hatte ich von der Körperlichkeit her mit einem Menschen assoziiert, den ich kenne, auch wenn der Rest völlig anders ist. Aber diese Körperlichkeit, ich brauche immer eine Körperlichkeit, um die Figur wirklich ausarbeiten zu können. Die ist von ihm und wenn er mal sich aufregt, riecht er halt danach. Großartig. Ich hoffe, niemand kommt jetzt drauf, wer das eigentlich ist. Ja, und ich hoffe, ich rieche nicht irgendwelche Typen demnächst als Schwarzbrot. Das geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Liebe Lana, herzlichen... Das ist ein sehr schöner Geruch. Ja. Schwarzbrot. Ja. Aber auch so ein bisschen, naja gut, wir wollen nicht tiefer ins Detail gehen. Liebe Lana, herzlichen Dank für dieses Buch, liebes Internet. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich kann verraten, dass Sie zwar bei jedem lokalen Buchhändler dieses Buch kaufen können und sollten, aber hier bei Dussmann gibt es ganz speziell von Lana signierte Bücher und die Signatur ist nicht einfach eine Unterschrift, das kann jeder. Lana ist ja Illustratorin auch.
kann zeichnen und sie hat, ich habe es zumindest vorhin gesehen, ich weiß nicht wie viel, aber so einen guten Stapel. So eine gute Kiste. Eine gute Kiste mit einer Zeichnung versehen. Sagen wir es mal so, ich habe eine Stunde damit verbracht. Ja, gut, aber immerhin. Also kommen Sie vorbei und kaufen das schnell hier, dann sind Sie in der glücklichen Situation so eine tolle Und mach dein Foto und schick es mir über Instagram, dann freue ich mich richtig. Herzlichen Dank auch dem Aufbau Verlag und dem Dussmann Kulturkaufhaus, dass wir das heute hier machen konnten. Dankeschön. Ja, vielen Dank.